Ich habe mir vor ein paar Wochen spontan eine Meta Quest 3 VR-Brille geholt und es nach gefühlt 1000 Tutorials jetzt endlich geschafft, darauf Minecraft spielen zu können. Im heutigen Video möchte ich euch bei diesem wirklich besonderen Moment mitnehmen und erschaffe dafür erstmal eine neue Survival-Welt. Sobald ich in dieser gestorben bin, wechseln wir dann in den Kreativmodus und testen einige Dinge, die in einer virtuellen Realität einfach nochmal krasser wirken. Glaubt mir, das Ganze hat sich wirklich angefühlt, als würde ich Minecraft nochmal komplett neu entdecken und als wäre ich wirklich ein Teil der Pixelwelt. Ach ja, und wirklich ein fettes Sorry für die schlechte Mikroqualität. Ich habe wirklich alles ausprobiert, aber mehr als diese verrückte Strohhalmkonstruktion war einfach nicht drin. Für das nächste Video wird es auf jeden Fall besser. Ich wollte euch allerdings meine ehrliche Reaktion auf die ganzen Features nicht vorenthalten. Viel Spaß. Bevor sich gleich jemand vollkommen zu Recht über die Audioqualität aufregt, es tut mir wirklich unfassbar leid. Ich habe jetzt die letzten 3 Tage und heute alleine die letzten 4 Stunden irgendwie probiert, eine halbwegs akzeptable Audioqualität hinzubekommen. So oder so, wir gehen mal ins Singleplayer-Menü rein, erstellen uns hier rechts unten eine neue Welt, dann nennen wir die einfach mal großes V, großes R, einmal Enter und ich habe die Welt schon erschaffen. Yo, seht ihr das? Wir sind in Minecraft. Es ist gestört. Guckt euch das an. Das sind meine Hände. Ich habe Hände. Ihr seht's, meine Hotbar und meine Leben und so werden immer auf meinem linken Arm angezeigt. Sieht sehr wild aus auf jeden Fall. Ja, und ich habe mir für das heutige Video übrigens ein bisschen was überlebt. Also ich will jetzt erstmal eine normale Survival-Welt spielen, da normal reinstarten, bis ich das erste Mal sterbe. Danach habe ich mir eine ziemlich große Liste an Sachen zusammengestellt, die in VR, glaube ich, richtig cool werden, die wir dann im Creative ausprobieren. Wie aber gerade schon gesagt, mein Ziel zuerst mal ein bisschen überleben und dafür brauchen wir erstmal, wir brauchen Holz. Aber ich sehe hier kein Holz. Warum ist hier kein Holz? Okay, da vorne ist Holz. Sehr gut. Lalala. Autojump ist an. Das ergibt natürlich Sinn. Und ich bewege mich hier mit so einem... Okay, wow. Warum wollte ich das gerade in die Kamera halten? Ihr seht das nicht. Aber ich bewege mich hier mit so einem Joystick die ganze Zeit nach vorne und so. Das geht eigentlich relativ klar, muss ich sagen. Abbauen mache ich mit rechts hinten. Angreifen kann ich aber auch, indem ich so und so mache. Das zeige ich euch nachher auch noch. Oh mein Gott. Abbauen geht so. No way. Was? Alter. Okay, es tut mir wirklich leid, Freunde. Aber ich muss mir Essen ranholen. Ich will euch das Kampfsystem zeigen. Und dafür muss ich den Arzt töten. Vorher geht es aber ans Craften. Auf dem Controller kann ich ganz einfach hier einen Block hinsetzen. Wie geil ist das denn? Und wenn ich da jetzt rechts klicke, beziehungsweise bei mir ist es ist ein A, dann kann ich hier einfach mir ein Holzschwert machen. Und jetzt kommt irgendwie, wie ich finde, fast schon mit das coolste Feature. Also ich glaube, Bogenschießen so wird auch ultra cool. Aber das Kampfsystem, das ist halt der Traum. Man träumt doch schon immer davon, dass man einfach so schlagen kann in Minecraft. Und jetzt können wir, zack, wir können so einfach angreifen. Es ist so geil. Es ist so wild. Es tut mir leid für die Schweine. Ich weiß, ich bin schlechter Edgarianer. Aber das musste ich hier einfach an dem mal ausprobieren. Zack, zack, zack. Okay, ich würde sagen, wisst ihr was? Wir holen uns gleich erstmal die Standard-Tools ran. Okay, wir fahren ein bisschen Stein. So, das reicht erstmal für eine Spitzhacke. Oh mein Gott, das ist so schlimm mit dem Crafting und so. Ich komme auf die ganzen Tastenbefehle noch gar nicht klar. So, jetzt haben wir unsere Steinspitzhacke. Neues Advancement. Dann fahren wir erstmal die Standard-Tools und genug für den Ofen. Dann suchen wir eine kleine Höhle. Das wäre sehr cool. Und, genau, dann können wir eigentlich auch ein bisschen Eisen farmen, weil auch das würde ich halt gerne machen. By the way, was ich mir auch überlegt habe, wenn ihr die Königsdisziplin wollt, dass ich mal Minecraft versuche, in VR durchzuspielen, dann könnt ihr mir das jetzt sehr, sehr gerne mal mit einem Like und vor allem auch sehr gerne ein Abo zeigen. Dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr. Keine Angst, normalerweise ist die Tonqualität besser. Und wenn das Video hier gut ankommt, dann hole ich mir auch wirklich das beste Ansteckmikro, was es gibt. Ich will das ja alles eigentlich mit euch zusammen kennenlernen. Und dann gehen wir an die Oberfläche. Wir suchen eine Höhle. Ich will unbedingt Eisen hinkriegen. Ich will Eisen farmen. Ich will ein Eisen einsammeln. Okay. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber da hinten ist ein Creeper. Ich glaube, wir müssen uns da mal hochbauen. Das ist ein richtig hoher Hügel, aber wir müssen es tun. Yo, ist das cool. Sieht voll schön aus hier. Oh Gott, die darf mich nicht bemerken. Die Spinne da oben darf mich nicht bemerken. Nein! Oh mein Gott, das ist viel zu intens gerade. Das ist viel zu intens. Komm her. Komm her. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Höhle? Das ist eine Höhle. Ich werde hier drin mein erstes Eisen finden. Klopf, klopf. Ist da jemand? Eisen! Boah, ja. We got it. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie wieder rauskommen. Und dann ist alles gut. Einmal hochstecken. Alright, also dann. Einmal bitte den Crafting Table platzieren. Zack. Und dann machen wir uns einen Eimer. Let's go. Wie wunderbar ist das denn? Und dann machen wir uns ganz schnell ein Schild. Weil ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, vielleicht auch nicht. Die Nacht bricht herein. Und das macht mir Angst natürlich. Aber ich will ein paar Monster bekämpfen. Seht ihr das? Ich habe ein Schild. Und ich glaube, ich kann damit jetzt wirklich so Angriffe abblocken und währenddessen so auf voll cool so kämpfen. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, was wir zuerst machen? Wir machen später auf jeden Fall noch einen höheren. Aber mein erster Real-Life-MLG. VR-MLG. Ich verarsche euch nicht. Es ist wirklich hoch. Ich merke richtig, wie ich richtig weit oben stehe. Okay, alles wieder normal. MLG in 3, 2, 1.
Yo! Ich bin der beste Minecrafter jemals. Ich nehm's mit mir auf. Komm, okay. Ich kann alles zerstören. Oh Gott. Guckt euch das an. Warum kann ich so nicht blocken? Hä? Muss ich irgendwas drücken? Nein, nein, ich bin tot. War wohl nix, würde ich sagen. Gut, dann bin ich tot. Wir probieren das aber gleich nochmal in der Creative-Welt aus. Genau mit ganz, ganz viel anderem Spaß, den ich mir überlegt habe. Oh, hier fühle ich mich doch direkt ein bisschen wohler. Ciao, ich fliege. Das ist total weird. Ich lasse mich fallen. Oh mein Gott. Ey, ich verarsche euch nicht. Meine Knie wurden gerade wirklich weich beim Fallen. Schaut ihr euch an. Kleiner Tod. Komm her. Ich hab deine Nase. Oh mein Gott, mir geht's wirklich gar nicht gut. Okay, ich habe viele Sachen, die ich ausprobieren will. Step 1 ist erstmal ein höherer MLG. Ich veräpple euch nicht. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Weibel. Okay, wenn ich da Enter drücke, dann falle ich vom Himmel und muss ein MLG machen. Enter. Nein. Wie gehe ich hier raus? Es war eine Erfahrung, würde ich sagen. Was zur Hölle? Dachtet ihr wirklich, ich gebe auf, weil ich einmal versagt habe? Numero. Yes. Oh mein Gott, das ist super hoch. Jo, du hast geschafft. Alter, ich habe ein MLG gemacht in VR. Auf dem Heublock, ich war wie Assassin's Creed. Okay, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Aber ich glaube, ich fand es super interessant, sich mit einer Enderperle in VR zu porten. Los, wirf. Okay, das geht nicht, aber ich kann so tun. Yo! Okay, ich sag ehrlich, es ist sehr weird, sich mit einer Enderperle zu porten. Ich hab's mir ein bisschen krasser vorgestellt. Ja, wer bist denn du? Oh mein Gott, wir verschwenden hier wirklich keine Zeit mit rumschnacken. Ich denke mal, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich gehe das erste Mal in virtueller Realität in den Nether rein. Das sieht sehr episch aus. Das Feuerzeug ist in der Hand, bisschen komisch, aber ich aktiviere das Portal. Ich gehe das erste Mal in virtueller Realität in den Nether. Oh mein Gott, es schwankt alles. Oh mein Gott. Gott, ist das geil. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Ich bin mir sicher, dass wir doch in vielen Videos den Nether richtig erkunden werden. Aber ein was muss ich ausprobieren. Wenn man einem Enderman in die Augen schaut, dann wird er aggressiv. Wie ist das in VR? Okay, da ist er. Eigentlich gucke ich ihn gerade an. Ich gucke ihn gerade genau in die Augen. Aber ihm ist es egal. Aber ich glaube, ich muss mit dem Cursor drauf. Wenn ich hier mit dem Cursor drauf gehe, ja, dann ist er auf einmal sauer. Was willst du, hä? Easy. Puh, dann wäre es auch geklärt. War sehr interessant. Schön war es im Nether, wie immer. Ich fühle mich wie Stegi. Oh Gott, Freunde, jetzt kommt wirklich eine meiner Lieblingssachen. Pfeil und Bogenschießen. Weil nein, man muss dafür nicht einfach nur einen Knopf drücken oder so, sondern man hat hier den Bogen, dann nimmt man den Pfeil, legt ihn hier rein, muss einmal das Ding spannen und dann kann man wirklich so schießen. Ich habe euch im Blick, Villager. Ich habe euch im Blick. Oh, Eisengolem getroffen. Und ein weiteres Mal. Batz. Ey, ohne Scheiß, das macht so Spaß. Mit Pfeil und Bogen rumzuschießen alleine macht so Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich bin wirklich gespannt, ob die nächste Aktivität auf unserer Liste genauso wild wird. Ich will unbedingt ausprobieren, wie es ist, in VR zu angeln. Alright, also dann. Wie angle ich? Kann ich das werfen? Das wäre so cool, aber ich glaube, ja, okay, ich drücke einfach A. Kann ich das so einziehen? Nein, kann ich nicht. Oh, das wäre so cool. Stell dich vor, ich mache so. Ich habe einen riesigen Fisch geangelt. Aber nein, ich muss einfach warten, bis einen Fisch anbeißt und dann ziehe ich sie wieder rein, indem ich einen Knopf drücke. Aber es ist ja trotzdem, ich kann mich hier zum Beispiel so hinsetzen und es hat wirklich ein sehr cooles Feeling. Wenn ich mir jetzt hier noch so ein kleines Lagerfeuer bauen würde oder so, dann könnte ich hier wirklich auch den ganzen Abend einfach in Minecraft angeln und mit meinen Atzen reden. Zack, Fisch gefangen. Ich weiß, das klingt super basic, aber ich will irgendwie eine Leiter hochklettern. Mein Kopf sagt, das wird cool. Oh mein Gott, die sieht für mich wirklich so riesig aus. Es ist ganz weird, es ist ganz, ganz komisch. Okay, ich bin bereit. Ich kletter diese... Nein. Man kann sich da so ranziehen. Seht ihr das? Das ist das Coolste, was ich... So geil. Ich hab Gänsehaut. Oh mein Gott, ich bin so gut wie oben. Nein. Wie komme ich hier aber ganz hoch jetzt? Geil. Kann ich jetzt auch wieder runterklettern, oder? Wenn ich mich hier so festhalte. Yo! Jetzt kann ich hier so runterklettern. Bin so begeistert. Wirklich, es ist unfassbar für mich. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr ganz, wie das ging, aber ich will unbedingt einen TNT-Boost machen. Auch die guten alten Nebel-League-Zeiten. Um das zu tun, müssen wir aber erstmal natürlich ausprobieren, wie es überhaupt aussieht, wenn normales TNT explodiert. Oh mein Gott, das wird heftig. Boah. Ey, wurde wirklich ganz kurz geblendet, bin ich ehrlich. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier drauf, dann springe ich hier hoch und jetzt müsste es funktionieren. Jetzt müssen wir richtig in die Luft geboostet werden. Jo! Oder was auch immer er mal gesagt hat. Das war cool. Okay, ein kleines Problem habe ich noch. Ich weiß halt immer noch nicht, wie Schilder funktionieren. Okay, und wie mache ich das jetzt? Oh, ich muss A gedrückt halten. Okay, wir probieren's. Skelett gespawnt. Was willst du tun? Jo, ich nehme das so auseinander. Ich hab dich. Guckt euch den Loser an. Der wird jetzt traurig ertrinken. Und ich weiß, wie man mit dem Schild blockt. Und zwar nicht so, sondern so. Jo, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich wollte eigentlich gerade den Stronghold locaten, um mir mal das End anzuschauen. Aber unter Wasser ist ja auch gestört. Guckt euch die Atzen an. Wie cool. Oh, ich bin im... Oh, okay, irgendwas hat gebuggt. Okay, hier ist der Portalraum. Ich gehe rein. Ich kann nicht drüber nachdenken. Oh mein Gott, wir sind im End. Das sieht sehr cool aus. Wie gesagt, der Enderdrache wird jetzt nicht bekämpft. Das ist vielleicht mal was für eine Challenge. Aber ich will mir hier
dir was anderes Interessantes holen. Und zwar eine Elytra. Ich will nämlich unbedingt mit einer Elytra rumfliegen. Das ist was, was unbedingt noch auf meiner Liste steht. Ich stelle mir das in VR so krass vor und habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Ach ja, und by the way, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich in VR mal ausprobieren soll, dann schreibt mir das jetzt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein. Vielleicht mache ich ja noch einen Part, wo ich einfach ein bisschen rumprobiere oder irgendwie noch einen TikTok oder einen YouTube-Short dazu. So oder so, ich glaube, es gibt auch so viele Dinge, die in VR einfach tausendmal krasser sind als im normalen Minecraft und ich will die alle testen, das ist so cool. Okay, so oder so, ihr seht es vielleicht hier im Inventar, meine Elytra ist angezogen, ich habe eine Rakete und ich weiß nicht, wie ich losfliege. So fliege ich los. Ich fliege. Jo. Was? Piu. Ey, das ist wirklich cool. Je nachdem, wo ich hinschaue, fliege ich, glaube ich, da lang auch. Das ralle ich jetzt erst. Und hier so mit der Elytra rumzufliegen, macht halt im normalen Minecraft... Oh Gott. Wir können da nicht runter. Oh, Crashland. Freunde der Sonne. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich noch mehr in VR mache, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Dann verspreche ich euch auch, dass ich da ein besseres Mikro haben werde. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Wenn ja, dann schaut euch wie immer sehr, sehr gerne als nächstes das Video in der Endcard an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.